es mir anders überlege. Tyfolaro! What? Keine Quest, nichts. Damn it! Tyfola, ich hasse dich so sehr. Du musst dich irgendwann noch runter von meinem Sack nehmen. So, Jetzt müssen wir wohl ein bisschen suchen gehen, finden die nächste Person, alle abklappern hier in der Assassinenburg, bis wir diejenigen oder denjenigen finden, der für uns die nächste Quest haben wird. Moment kurz, lass mich erstmal im Questlog gucken. Ich glaube, wir hatten noch eine Quest. Ah ja, genau, das war dieses Fackeln im Dunkel und so weiter, was in Katar war. Aber das war Katar. Und die Quest hatten wir von einem Aushang gehabt, aber ich würde gerne gucken, ob es noch irgendwelche Charakterquests hier gibt. Andalisch. Nee, der hatte nur diese Eintauschquest, wo man die ganzen Items abgeben kann. Ich hätte noch mal ein paar. Mit was zu sprechen. Das war der mit den was. Warte, ich habe meine Robe an, oder? Ja. Nur für den Fall. Nur für den Fall. Was ist? Ah, der Neue. Oh, Alberto von Zeldiv? Über Alberto kommt man an nette Sachen heran. Das heißt, wenn man das nötige Gold hat. Und damit meine ich einen ganzen Haufen Gold. Dieser Nwa ist ein verdammter Halsabschneider, aber Clemente lässt ihn gewähren. Dabei ist er nur ein dreckiger Bretone. Warte mal, hat es... Wenn ich an Clementes Stelle wäre, würde er längst vor der Burgmauer hängen, mit dem Kopf nach unten. Dann würde ich hier die großen Geschäfte machen. Sowas Ähnliches hat doch schon jemand anderes hier gesagt, oder? Oh, haben wir schon Alberto getroffen? Wenn da alles möge euch bringen. Gorald... Bei Mephala, du Stink. Ah, wie? Wie? Hier oben war ich noch gar nicht, auf dieser Seite. Oh, guck mal, hier ist noch ein gesamter Abschnitt von der Assassinenburg. Einfach die Treppe da hinten hochlaufen und bam. Ein kleines bisschen Blut tut jedem Sklaven gut. Farida? Nein. Also wenn wir jetzt hier in diesem neuen Bereich auch nichts finden sollten, vielleicht habe ich noch irgendwas übersehen, mit irgendwem zu sprechen oder so, dann würde ich sagen, machen wir einfach die Aushängequest, die ich da von dem einen Zettel gefunden habe, der ausgehangen ist. Und machen einfach das in Katar und dann werden sich bestimmt die weiteren Quests ergeben. Komplett planlos sind wir ja hier jetzt noch nicht. Warum sind hier Bretter? Wir wollen die... Ist das irgendwie hier so ihr Selbstmordsprungpunkt? Möglich wär's, wer weiß. Na, im Kerker hier unten war ich auch noch nicht. Fällt mir... okay, ja. Der Kerker sieht so aus, wie man ihn von einer Assassinenburg erwarten würde. Aber wird keiner gefangen gehalten? Außer die Leute, die da oben an die Wand gepinnt wurden. Und die wurden ein bisschen zu lange gefangen gehalten. Gut, ich glaube, ich habe jetzt relativ die ganze Assassinenburg abgeklappert. Bin nochmal in fast allen Räumen gewesen. Habe nochmal mit allen Leuten gesprochen. Aber hier scheint es nirgendwo irgendwelche neuen Quests zu geben. Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt als nächstes, reite ich nach Katar. Und wir kümmern uns darum... Warte, hatten wir hier noch irgendwas? Ich glaube, ich hatte noch nicht den Waschraum gecheckt und noch nicht den Typen, der da vorne gestanden ist. Obwohl doch, vor der Aufnahmepause habe ich das eigentlich gemacht. Falls, falls ihr wissen wollt, hier hat nämlich eigentlich wieder eine neue Aufnahme angefangen. Wenn ich nur so eine Stunde lang eine Aufnahme mache, dann... will ich nämlich nicht extra nochmal so eine Minute damit verbringen, mich zu verabschieden oder so. Eine Minute oder zwei. So, kann ich die Tür eigentlich aufmachen? Nee, unmöglich. Okay. Und wenn ich da jetzt... Wie lange habe ich das jetzt gemacht? Die letzte Aufnahme war so 40 Minuten lang und die jetzt, weiß ich noch nicht, werden wir dann sehen. Und die hat angefangen, als ich mit der Krankheit am Sack geredet habe. Die, das, Typhilis, Typhola. So. Gut, hier ist sonst auch nichts Neues, alles klar. Dann gehen wir mal raus, gehen wir nach Katar. Und sobald ich vor Katar bin, lese ich euch nochmal vor, um was es überhaupt bei der Quest geht. What? Ich wollte gerade eben zu Mollo gehen. Ich dachte, da steht Mollo. Ich dachte, das wäre Mollo. Und... Und eine Banane wird er sich nicht bewegen. Are you kidding me? Warte. Was da? Ist das das Schnellreisesystem? Aber ich habe die Quest für das Schnellreisesystem noch gar nicht gemacht. Boah, ich bin gerade so mega verwirrt. Moment, lass mich kurz ein paar Bananen kaufen gehen. Und, what? Also das würde passen als Schnellreisesystem. Ich bin...
Ich bin gerade mega verwirrt. Moment, lass uns ein paar Bananen holen, dann mit dem Elefanten nach Katar reisen und dann von Katar aus... Vielleicht habe ich durch das Erscheinen des NPCs dort das Schnellreisesystem aktiviert, obwohl ich kein Set-Quest-Stage gemacht habe? What? Ich meine, ich würde mich jetzt nicht beklagen, wenn, falls es einfach so funktionieren sollte. Das Vorrat. Das Schnellreisesystem. Jedem Bananen. Die wiegen. Ja. Ach, gib mir einfach 20 Stück. Scheiß drauf. So. Dann haben wir schon mal für die nächste Zeit genug Bananen zum Schnellreisen? Ich bin verwirrt! Weil ich wollte eigentlich, nachdem wir jetzt bei Katar waren. Noch als nächstes nochmal bei der Arena vorbeischauen. Goddammit. Um nochmal zu versuchen, weil wir haben ja den NPC da jetzt schon gespawnt, der eigentlich die Schnellreise-Quest aktivieren sollte. Also um die Schnellreise zu aktivieren, die Quest von der einen Jägerin da. Und aber sie ist zwar da, aber ich habe noch nicht die Quest verfügbar gemacht. Also fehlt mir noch ein Konsolenbefehl dafür, ein Set Quest Stage und so weiter. Und das wollte ich eigentlich auch diese Aufnahme machen, aber irgendwie ist der ja... Ja, guck mal. Ist das das Schnellreisesystem oder gibt es nochmal ein anderes? Mir ist nie... Habe ich nur einfach nie versucht, mit denen zu reden? Moment, kann ich nochmal mit dir schnellreisen? Assassinenburg, ja. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Schnellreisepunkte gibt, aber Assassinenburg und Katar? Gut, ist jetzt nicht so weit weg. Ich hätte gerne Assassinenburg, Katar und Arena. So ein Rundumschlag zwischen den ganzen Orten hier. Na gut, vielleicht kann man ja trotzdem nochmal was machen mit der Quest. Ich werde das nochmal versuchen zu aktivieren bei Gelegenheit. Aber jetzt will ich ja erstmal die Assassinenburg-Quests machen und wenn ich dazu nur zwischen Katar und hier reisen muss, dann geht das auch so. Mit den Elefanten. So, jetzt die eigentliche Quest. In Katar gibt es nunmehr die Sklaven helfen. Als Assassine sollte ich dem wohl ein Ende bereiten. Nur wer könnte dahinter stecken? Wenn tatsächlich so jemand so töricht ist, sich an Dalis Mannen anzulegen, muss entweder viel nur Gold, beides alles klar. So, lass mich kurz was anderes anziehen. Ich will nicht zu offensichtlich danach aussehen, als ob ich irgendwelche Sklavenhändler erwürgen will. nicht Sklavenhändler, sondern Sklavenbefreier erwürgen will. So, kannst du mir helfen? Sera. Wegen Sklavendings. Eure Zweifel an der Gesinnung der Bevölkerung sind unbegründet. Wir lieben auch andere Rassen. Manche essen wir sogar. Ach so. Freak. Ja. Yeah. So, ich suche aber jetzt... Ich weiß gar nicht genau so, wo ich anfangen soll zu suchen. Ich würde sagen, wir marschieren zuerst mal nochmal zu einer der Herbergen. Oh, obwohl, nee, halt, warte mal. Wir könnten auch den einen Typen besuchen gehen, der uns ja... Also das ist jetzt nicht der Typ, das weiß ich. Aber der hat uns ja gesagt, wenn wir irgendwann mal Hilfe brauchen, um weiterzukommen in der Assassinenburg, dann können wir ihn einfach fragen. Machen wir das mal. Ich gucke mich noch ein bisschen hier um. Nee, nur Gerüchte, lalala. Ich glaube, wenn ich durch die Rückseite hier gegangen bin... Hallo? Ach, nur eine Sklavin, okay. Man! Zahme Tiere? Nein, nein. Oh, jetzt geht das wieder los. Wo war dieser Typ? Oh, Andors Herberge, oder? Ja, das sieht gut aus. Hey, du! Rede mit mir, was kann ich als nächstes tun? Fass dich kurz. Nichts. Ich dachte, du hast gesagt, ich soll kommen, wenn ich Hilfe brauche, aber nix da. Gut, dann nix da. Dann müssen wir wohl ein Weilchen suchen. Vielleicht wünscht ihr ein andermal wiederzukommen? Welch eine Ehre, edler Herrscher. Doch ich bin untröstlich. Was? Herrin? Die Herrin entstammt dem traditionsreichen Haus Drenn, das seit jeher den Sklavenhandel kontrolliert. Ihr werdet feststellen, dass das Anwesen das einzige in Katar ist, das über einen eigenen Garten verfügt. Ach, ich glaube, mit dem haben wir schon mal geredet. Mir kommt der Dialog so bekannt vor. Der Garten? Er ist der Stolz der Herrin. In ganz Katar werdet ihr nichts Vergleichbares finden. Euren Glanz wird er jedoch nie erreichen können, o Sonne des Mittags, edelster Hohepriester, höchster unter den Augen Mephalas, ewig wäre euer Leben.
Yay! Nee, sonst gibt's hier nichts. Okay. Oh Mann, ich laufe schon so ewig. Nee, ich war noch nicht in diesem Haus, aber ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal hier aus irgendwelchen anderen Gründen vielleicht auch durchgelaufen bin. Ich bin mir wohl nicht ganz so sicher. Ich bin schon so lange durch die ganze Stadt gelaufen. Das ist eins der wenigen Gebäude, wo ich bisher noch nicht drin war, was so besonders aussieht. Aber ich... Hier, lasst mich in euren Pool. Auf mir hinterher zu laufen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich geh mal kurz in seinen Garten, mal gucken. Könnt ihr euch hier dran erinnern? Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir mal hier waren. Weil ich weiß noch, ich bin mal hier reingelaufen und hab mir gedacht so, oh cool, guck mal hier, das sieht besonders aus, lalala. Aber, Oh, was? Assassinen haben gestern die Sklavenzuflucht zerstört. Ob noch jemand im Haus war, wissen die Quellen nicht zu sagen. Gefährliche Überlegungen, um nach möglichen Überlebenden zu suchen, müssen abgewogen werden. Mögliche Überlebende. Assassinen haben gestern... Aha, Assassinen. Das ist schon mal erster Hinweis. Aha. Ich habe das Questlog gehört, also, Im Haus von Ilmeni Dren fand ich eine seltsame Notiz. Oh Gott! Jetzt bin ich so lang rumgelaufen, um endlich irgendeinen Hinweis zu finden. Darin wird von einer von den Assassinen zerstörten Sklavenzuflucht gesprochen. Und wenn ich es nicht besser wüsste, könnte ich den Eindruck gewinnen, dass der Verfasser der Notiz die Zerstörung nicht gutheißt. Ich sollte dem nachgehen und mich bei der Ruine einmal umsehen. Also die zerstörte Sklavenflucht mal angucken. Sklavenzuflucht. Wo ist wieder meine Fackel? Fackeln gehen mir immer raus aus dem Slot. Möglich sein. Aber der Herr. Was Neues? Wie kann. Ich habe da was gelesen. Nein? Okay. Gut, dann ist Sklavenzuflucht irgendwo im Nirvana. Hoffen wir, dass das nicht irgendwie zu weit mitten in der Wüste ist oder wo auch immer. Ich habe keine Orientierung. Ach nee. Das geht ja noch. Bisschen südwestlich. Bist du. Okay. Ich wollte gerade sagen, hast du vor, noch längere Zeit mit mir hier rumzulaufen oder wie sieht das aus? Warte, lass mich kurz warten. Ich will nicht in absoluter Dunkelheit unterwegs sein. Huch. Wenn ich Tyfolas Vertrauen gewinnen will, sollte ich weitere Aufgaben für sie erledigen. Vielleicht hat sie heute etwas Neues zu tun. Oh, okay. Gut, aber ich mache jetzt erstmal die Quest. Siehste mal, ich muss nur warten. Ich darf echt nicht vergessen, dass es so ist, wie es manchmal auch bei Sorla und bei den Begleiterquests war. Da musste ich ja auch öfter mal hier eine Runde lang warten, stehen bleiben. Beziehungsweise öfter mal einen ganzen Tag lang stehen bleiben. Um zu warten, bis halt der nächste Teil der Quest quasi aktiviert wurde. Und hier ist es wohl genauso. Also das heißt, wenn ich in Zukunft alle Assassinen abgeklappert habe und gerade jetzt keiner eine Quest für mich hat, dann einfach 24 Stunden warten und dann sollte irgendwas Neues wieder für mich aufploppen. So, gut. Aber ich reise erstmal zu der zerstörten Sklavenzuflucht. Durch die Assassinen zerstörte Sklavenzuflucht. Was geht? Ach, guck mal, war das gleich hier ums Eck? Ist es das hier? Ja, dieses kleine niedergebrannte Haus. Da liegt irgendeine Notiz oder sowas. Geh runter von Mollo. Sind diese Dinos aggressiv? Ich weiß nicht. Ich schleiche lieber. Was haben wir hier? Angekokelte Nachricht. An die, die freimütig durch die Meere schwimmen. Die Wellen tragen euch durch die Weiten der Welt. Wollt ihr rasten, so folgt dem wässrigen Halbmond. An seiner westlichen Flanke werdet ihr Zuflucht finden. An der zerstörten Zuflucht fand ich eine Nachricht. Darin ist die Rede von einem wässrigen Halbmond. Hey, hat der Wassergraben um die Silbermine nicht die Form eines Halbmondes? Natürlich, der Wassergraben an der Silbermine, natürlich. Möglicherweise ist das ein guter Ausgangspunkt für meine weitere Suche. Die Mine sollte in etwas südlich von hier liegen. Ach so, na klar, sehr gut. Ich bin... Sherlock Stone hat wieder zugeschlagen. Okay, das ist weiter weg. Gut, mache mal. Reisen wir kurz hin, schauen wir, was dort ist. Oh, Sklavenzuflucht. Das sah aus für mich wie irgendein Pharao-Grab, deswegen wollte ich da erstmal gar nicht reingehen. Die Zuflucht sieht so aus, als würden hier ständig Sklaven nächtigen. Und was ist das dort? Ein magisches Tor? Was hat das zu bedeuten? Oh, ist das vielleicht die Abkürzung wieder? Weil das habe ich mir noch gar nicht... Also ich habe es mir überlegt, aber noch nicht im Let's Play angesprochen. Oh, Bananen. Jeder mag Bananen, wissen wir ja jetzt. Wie kommen wir wieder zurück in unsere Welt? Zurück nach Cyrodiil?
Müssen wir wieder den gesamten Weg in den Turm reinrennen, ganz nach oben und wieder uns zurückporten zu lassen? Oder wie kommen wir, ich weiß nichts von einer Abkürzung. Nehmt euch Speis und Trank, doch kommt dem Tor nicht zu nahe. Was tut ihr? Tretet zurück. Okay. Ich trete nur zurück, um an die Bananen ranzukommen. Banane, Banane, Banane. Hey du, Longer, ich geh da jetzt rein. Woo! Okay, dann berühre ich deinen Rahmen. Und wo landen wir? Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das mich nach Cyrodiil zurückführt, aber als ich das Portal gesehen habe, ist mir nur eingefallen. Wie zur Hölle komme ich wieder zurück? Was wollt ihr? Habe ich euch nicht gebeten, dem Tor fernzubleiben? Ihr müsst gehen, hört ihr, wenn man euch entdeckt. Sehe ich aus wie ein Sklave oder was? Die Assassinen schicken mich, ihr müsst sterben, warum... Erstmal ganz neutral, warum helft ihr den Sklaven? Mephala ist groß. Nur die Weisesten kennen seinen Willen und ich bin nicht weise. Eines Nachts erschien er und befahl mir, den Sklaven zu helfen. Denn letztlich sind auch sie seine Geschöpfe. Siehste mal, Mephala ist vielleicht gar nicht mal so übel. Und das Tor? Ich kann mein Haus nicht verlassen, ohne mich verdächtig zu machen. Das Tor ist die einzige Möglichkeit, den verlorenen Seelen da draußen zu helfen. Interessant. Oh, ich muss mich entscheiden. Hör ich auf die Assassinen? Also auf den Aushang, der dort stand, und sage einfach, ihr müsst sterben oder ich werde euch helfen. Wisst ihr was? Ich bin echt gespannt, ob die Assassinen davon Wind mitbekommen werden, wenn ich eher versuchen werde zu helfen. Ich werde ein Doppelagent sein. Oh, shit. Ich werde euch helfen, aber eigentlich bin ich Assassine. Und eigentlich, ja. Ihr seid anders als alle, denen ich bisher begegnet bin. Mephal wohnt in euch. Das bezweifle ich aber. Seid nicht so bescheiden, Serio. Ihr werdet die Kraft, die euch innewohnt, schon bald entdecken, glaubt mir. Oh, und habt ihr gesehen? Links oben stand Quest beendet. Also das war die Kopfgeldquest, alles klar. Was kann ich tun, um dieser Sklavengeschichte hier zu helfen? Südlich der Bamknur liegt eine Karawanserei, die Katar mit Salz versorgt. Vor Tagen ist ein entlaufener Sklave namens Brin dorthin aufgebrochen. Er wollte seine Brüder befreien. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Bitte, seht nach ihm. Und falls er tot ist, befreit an seiner Stadt die Sklaven. Okay, ich kann mal gucken. Die Salzsklaven. Das ist aber nochmal was komplett anderes jetzt hier, oder? Ab jetzt ist das hier offiziell nicht mehr die Assassinenburg-Questreihe, sondern nochmal eine ganz andere Questreihe. Lass mich kurz gucken. Hä? Katar? Ach so, stimmt, ich bin gerade in Katar. Lass mich überlegen. Wenn es direkt ums Eck ist, dann können wir es vielleicht... Ja, relativ ums Eck. Aber wisst ihr was? Ich will mich zuerst auf jeden Fall um die Assassinenburg kümmern, weil dafür sind wir ja da. Das ist unser aktuelles Ziel, die Assassinenburg zu machen. Was sagst du jetzt zu deiner Meisterin, nachdem ich sie gefunden habe? Ihr findet die Herren im hinteren Bereich. Ah, jetzt ist auf einmal offen dem Gegenüber. Zwillingsfackeln heißen die? Warte, haben die das vorhin erwähnt? Habe ich das nur verpasst? Ich weiß gerade nicht. Hießen auch nicht in Morrowind so die Fraktion, die die Sklaven befreit hat? Hießen die auch nicht Zwillingsfackeln? Ich meine, gut, man merkt schon bei Orden des Drachen, dass hier viele Morrowind-Fans dabei waren. Auch wenn es immer noch N'var heißt und nicht N'var. Hallo? Was ist da los? Sklave? Ich bin freiwillig hier. Irgendjemand muss auf die Herren Acht geben. Diese Stadt ist voller Monster. Und alles, was sie vor dem sicheren Tod bewahrt, ist der Anschein, sie sei eine von ihnen. Die Zwillingsfackeln, die ganze Geschichte hier? Die Herrin sagt, sie seien eine Organisation aus ihrer alten Heimat. Morrowind. Ah, siehste mal. Okay, dann sind es tatsächlich die gleichen, habe ich mich richtig erinnert. Sehr gut. Dann, ich hoffe mal, dass wenn ich hier, lass mich kurz rausgehen. Warten, zurück reingehen. Ich will gucken, ob so nach einem ganzen Tag diese Tür da hinten drin immer noch offen steht, weil dann haben wir jederzeit nämlich die Chance, die Quest mit den Zwillingsfackeln super easy, super schnell machen zu können, weil wir dann einfach hier zu ihr rein können, Portal benutzen und dann sind wir instant fast dort, wo wir hin müssen.
Deswegen, das ist ganz nett. Falls die Tür sich wieder schließen sollte, überlege ich mir vielleicht, tatsächlich die Quest jetzt schon zu machen. Und ist es immer noch offen? Bleibt es jetzt offen? Jawohl, okay. Sieht ganz danach aus, als ob, wenn es einmal geöffnet wurde, dann bleibt es so. Sehr gut, dann haben wir jetzt gerade eben noch eine zweite Fraktion gefunden, die ich für sehr interessant halte. Ich werde dann höchstwahrscheinlich, ich verwechsel das immer, weil es zwei Brunnen hier gibt. Sobald wir mit der Assassinenburg durch sind, sind wir ja mit allem durch, was ich in Orden des Drachen hier machen wollte. Und dann könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir diese, genauso wie viele andere Nebenquests noch, und auch diese Zwillingsfackel eventuell im Stream machen werden. Beziehungsweise, wahrscheinlich werde ich euch nochmal fragen, ob ihr es vielleicht auch noch im Let's Play hier sehen wollt. Und dann machen wir das einfach ein bisschen nochmal fixer. Ein bisschen fix im Let's Play durch. Je nachdem, weil ich könnte natürlich auch verstehen, mir persönlich ist es egal, aber ich könnte auch verstehen, wenn ihr sagen würdet, nee, ich will erstmal eine neue Mod sehen, bevor es noch weiter mit Orden des Drachen geht. Jesus! Oblivion, was soll das? Immer dieser Abstürze hier. Unfassbar. Unfassbar. Beruhig dich mal wieder. Beruhig dich. So, aber da... Ich weiß nicht, ob die anderen auch noch... Ich weiß allgemein nicht. Ich habe irgendwo letztens... Ich habe mir nicht angeguckt, welche Quests es genau gibt, aber ich habe letztens mir so einen Überblick der Quests von der Assassinenburg von Orden des Drachen so kurz mal drüber gescrollt. Und hier gibt es so einiges. So, du Typholetta, was geht? Ich warne dich, Außenseiter.